So, jetzt im zweiten Teil Video. Ich habe extra jetzt Pause gedrückt gehabt. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, schaut den ersten Teil an. Wir waren stehen geblieben beim Thema Ferienjob, Arbeit, Müllabfuhr. Und zwar, wenn ich mir jetzt überlege, soll ich wirklich gegen meine Meinung gehen und sagen, okay, ich mache jetzt so, ich ziehe jetzt durch, ich mache jetzt nochmal vielleicht, wenn es funktioniert, wenn es klappt, nochmal Kurzverträge, zwei Stück oder ein oder zwei, also darauf folgend, und werde da weiterhin arbeiten bis quasi November, Ende November. Dann gehe ich auf die, über Dubai auf die Philippinen, wie ich schon gesagt habe, werde ich definitiv tun. Dann nach den Philippinen, wenn ich zurückkomme und ich die Wohnung noch habe, dann oder auch nicht, dann gehe ich hoch, mache einen Vertrag vielleicht, wenn das vereinbart war, und gehe dann nochmal schaffen. Also so wie Angestellte arbeiten gehen, was ich eigentlich wirklich nie tun will. Dann gehe ich hin, tue meine Finanzen so anlegen, so für mich arbeiten lassen, dass ich quasi im Nachhinein genug Geld habe, um so durchzustarten, wie ich es haben wollte. Also im Sinne von Geld. Oder ich gehe den Weg, dass ich sage, okay, ich mache jetzt so, wie ich es gesagt habe. Und zwar, dass ich mir treu bleibe und sage, ich gehe jetzt hin, gehe nicht für Geld arbeiten, starte das Coaching, starte so durch, dass ich direkt quasi von den ersten ein, zwei Monaten, je nachdem, ob es klappt oder nicht, ist immer ein Risiko verbunden, klar. Aber ich denke nicht in Risiko, ich denke in Chancen. Dass ich hingehe und sage, okay, ich gehe jetzt hin, nehme das Coaching in die Hand, mache das für ein, zwei Monate bei dem, und dann arbeite ich so knallhart durch, dass ich dann innerhalb von den nächsten 5 Monaten mehrstellig verdiene und dann sozusagen direkt schon meine Freiheit selbst erarbeitet habe. Das ist jetzt die Sache, die ich überlegen muss. Aber im Prinzip auch schon überlegt habe. Ich habe genug Geld, um das Coaching jetzt sofort zu starten. Habe ich sofort. Ich habe es in meiner Tasche. Oder ich gehe hin, buche meinen Flug für die Philippinen, was ich sowieso mache, sobald ich den besten Preis wieder finde. Dann gehe ich hin, arbeite, nehme das Geld von meinem Ferienjob, investiere es direkt ins Coaching. Oder ich mache nichts, tue nur mich auf meine Sache fokussieren, aufs Packen, Reisen und Arbeiten, gehe dann direkt Dubai, direkt Philippinen, und starte dann nach den Philippinen, wenn ich da eine Weile bin und Urlaub gemacht habe, dann das Coaching und verdiene dann mein Geld. Oder finde dort eine Nische, wo ich anfangen kann, mir ein Kapital aufzubauen. Und ihr wisst ja, mein Video, das erste, was ich auf meinem Kanal habe als erstes, die Wahrheit, mein Beginn. Das ist so ein Thema, man muss sich im Klaren sein. Es trainiert den Muskel. Wenn du sagst, ich gehe nicht für Geld arbeiten, ich bin übrigens sehr braun geworden durch die Arbeit. Also wenn du sagst, ich gehe nicht arbeiten, musst du herausfinden, ob es so wie bei mir auch ist. Also ich kriege ja Grundsicherung, wisst ihr ja, mit 55, also mit 350, die ich im Monat in die Hand gedrückt bekomme, kann ich nicht viel anfangen. Das heißt, ich muss sehr viel sparen, und ohne Unterstützung meiner Eltern, wo ich ein bisschen Taschengeld bekomme, teilweise, wäre ich noch viel länger am Warten und am Sparen. Durch den Ferienjob, den ich jetzt nicht hätte, in Anführungsstrichen, wäre ich auch ziemlich hinüber, weil ich könnte mir kaum einen Urlaub leisten. Ich könnte mir einen Flug leisten, aber dann wäre es auch kein Hotel übernachten und kein nichts. Also sage ich mir jetzt, soll ich das machen so oder soll ich es machen so? Ich könnte jetzt das Coaching sofort anfangen zu starten und durchzuackern. Die Frage ist nur, mache ich mich damit selbst kaputt, dass ich mich quasi nach der Arbeit hinsetze, 2-3 Stunden durchacker am Dings und mich dann ins Bett lege und dann einfach nichts mehr denken kann. Das wäre im Prinzip eine Sache, wo man sagt, okay, ich gebe 100%, ich gebe alles, aber kann man die 100% geben, wenn man schon 100% bei der Temperatur draußen gearbeitet hat? Weil du arbeitest ja nie irgendwie immer bis 12 Uhr oder bis 16 Uhr. Und da muss man sich einfach die Frage stellen, riskiere ich es, riskiere ich es nicht? Ich sag mal so, gesundheitsmäßig und fitnessmäßig, also auch im Kopf ein bisschen wieder entspannt sein und nicht so viel Stress haben mit Geld, würde ich mir sagen, lass es erstmal, mach später. Weil ich sag mal so, wenn ich es jetzt anfange, klar, ich würde später sagen, oh Mann, warum habe ich es nicht früher angefangen? Wenn ich aber so K.O. bin und konzentriert nicht zu 100% sein kannst,
würde ich mir überlegen und erstmal Timeout machen. Weil ehrlich, wenn du hier nachher halb tot am Laptop sitzt und dir hier vor Müdigkeit, keine Ahnung, irgendwas nicht richtig machst und es nicht richtig umsetzt und irgendwas falsch machst, oder keine Ahnung, du einfach nicht wirklich gut arbeiten kannst mit guter Qualität, sodass es sich für später auszahlt, dass du es dann im Prinzip doppelt dreifach machen musst, dann sage ich dir, mach Pause, mach ein Timeout. Weil es bringt nichts, mit halber Kraft zu arbeiten und halb übermüdet zu sein und dein Körper, deine Gesundheit zu missachten, als einfach entspannt zu sein, das auf dich wirken zu lassen, darüber nachzudenken, ein bisschen was auf Seite zu legen, einfach relativ ohne Druck jetzt zu arbeiten. Weil die meisten Leute, die wirklich krank werden, sind, denke ich mal, die, wo einfach zu viel verlangen, die nachher einfach umkippen. Da nehme ich jetzt übrigens Verantwortung auf mich. Der Bodo Schäfer hat mal in einem Video erzählt gehabt, dass es auch öffentlich ist, dass er auch mal gesagt hat, er ist auf der Bühne einfach umgekippt und hat sogar während dem Fall noch was gesagt, weil er meinte, er müsste brutal harter Kerl sein. Gesundheit geht vor. Gesundheit geht vor Erfolg. Also bevor du hier, sagen wir mal jetzt, also ich kann jetzt nicht wirklich sagen, es geht alles auf meine Kappe. Also die Meinung, was ich gesagt habe, ist sowieso meine Meinung. Aber wenn du jetzt Erfolg haben willst und du hast jetzt das Thema, dass du innerhalb von den nächsten, also in fünf Monaten anfangen kannst, dir was aufzubauen, dann noch mal eine Pause machen kannst und dann nochmal anfangen kannst, weiterzumachen, empfehle ich dir das zu machen. Wenn du jetzt merkst, okay, du bist ausgebrannt, du brauchst Urlaub, dann tu es nicht. Also geh da rein, rede mit diesen Leuten, spreche darüber, wann du anfängst. Weil wenn du kurz vor anfängst, können sie sagen, okay, nee, wir haben gerade Probleme oder sowas. Also es kann immer sein, dass du Schwierigkeiten haben wirst. Was aber in der Digitalisierung, in der digitalen Variante eigentlich weniger der Fall ist. Aber geh lieber hin, spreche mit den Leuten, bau mit den Leuten etwas auf. Also eine Kommunikation, eine kleine Verbindung, damit die Leute merken, hey, ja, mit dem kann ich etwas aushandeln. Und bei mir ist es so, ich habe jemanden, den ich einfach anschreiben muss. Und dann kann er sagen, okay, bei dir können wir es so machen, dass wir das dann so runterhandeln, weil er kennt mich quasi. Also er kennt mich ein Stück weit, dass er weiß, okay, da kann man dann was handeln. Er hat auch von sich aus gesagt, da können wir mal gucken, weil Rückzahlung machen wir nicht, aber wir können gucken, dass wir das in Raten machen. Das Ding ist, wenn ihr sowas macht, dann macht es auf jeden Fall, dass ihr euch schon informiert, darüber sprecht, dass ihr schon mit den Leuten vielleicht sogar einen Videocall gemacht habt. Und dann einfach dieses Thema später durchziehen. Weil wenn ihr selber, also wenn die Leute euch motivieren und ihr dann motiviert seid und volle Energie habt, klar, dann zieht es durch. Also es gibt immer wieder andere Fälle. Aber die Leute werden euch dann auch, also ihr müsst dann auch zu den Leuten sagen, hey, im Moment geht gar nichts, ich will mich nur informieren, ich will hier nur ein paar Sachen klären, bevor ich anfange. Dass man schon die Leute kennt, das ist wichtig. Wer Leute kennt, kann auch mit Leuten besser sprechen, besser sich unterhalten und besser handeln. Das Thema ist nur, wenn du nicht offen bist und sagst, was aktuell deine wirkliche Lage ist, zum Beispiel wenn du sagst, hey, ich habe nur so und so viel Einkommen, wenn du sagst, ich habe diese und diese Situation und diese Zeit, dann werden die mit dir schon darüber sprechen, weil sie wissen dann schon durch die Erfahrung mit anderen Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, wie man noch ein bisschen vorgeht. Also macht es so, geht so vor und lieber ein paar Infos mehr als zu wenig. Also ich habe Kinder im Haus, ich habe kein richtiges Office, wo ich meine Ruhe habe, ich habe, keine Ahnung, zu viel Sonne in meinem Büro, keine Ahnung, ich habe keinen Platz in meiner Wohnung. Das sind auch teilweise Ausreden. Ich habe zum Beispiel eine kleine Zimmerwohnung, das ist eine Ausrede. Ich habe kein Geld. Kann möglich sein, weil die meisten Leute, die sich ein Auto leasen oder sowas oder mit Finanzen nicht so umgehen können, können sein, dass sie wirklich kein Geld haben oder wenig oder sogar weniger als ich, wobei ich das wahrscheinlich eher weniger vermute. Ansonsten, also natürlich gibt es Menschen, die so weniger haben als ich oder gleich viel wie ich, klar, gibt es überall. Auf jeden Fall das Thema, ihr wisst, was ich meine, Gesundheit geht vor Erfolg. Wenn ihr gesund seid, ist es gut. Wenn ihr aber kurz vorm Burnout steht, weil ihr einfach zu viel ackert, weil ihr zu viel macht und ihr dann einfach umkippt. Erstens, es bringt euch nichts und zweitens, es bringt eurer Zukunft nichts.
wenn ihr langsamer macht, wenn ihr auf eure Gesundheit achtet. Übrigens auch links in der Beschreibung. Dann werdet ihr auch sehen, was es bringt, wenn man sich einfach mal zurücknimmt, Gas runtergeht und einfach mal einen Timeout macht und dann später beginnt. Und wegen Lebensqualität schaut einfach in die Links in der Beschreibung, alles verpackt, einfach reinschauen, angucken. Ihr seht dann schon, was zu machen ist. Und ansonsten hoffe ich, ich habe euch mit diesen Videos was sagen können. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, Daumen hoch. Ich gehe jetzt, ich trinke jetzt mal nochmal was. Geht dann nach dem Fahrrad noch schon raus. Muss Geld holen. Und dann, ja, folgt mir weiter auf meinem Weg zu meinem persönlichen Erfolg. Es werden natürlich später auch dann viele Videos kommen über Philippinen und so weiter. Also ich werde euch ja, wie gesagt, schon soweit ich kann überall hin mitnehmen, soweit ich kann. Aber ansonsten, bis zum nächsten Video, euer Action Anthony. Ich hoffe, euch hat es geholfen.